Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von The Gunk. Jo, wir waren ja weiter hier auf dem Weg zu der Spitze des Gunkturms. Da bin ich mal gespannt, ob wir den jetzt erreichen ohne größere Probleme, ob wir hier noch einen Hit fressen, ja oder nein. Wir müssen natürlich ein bisschen auf diese Wolken da achten, die uns anscheinend doch Schaden zufügen können und wahrscheinlich hier irgendwo gleich mal so rechts abbiegen und uns Schaden machen wollen. Und ich denke, wir sind auch nah an der Spitze des Turms. Vielleicht kommt da auch so eine Art Bosskampf oder ähnliches. Wäre auf jeden Fall geil, wenn wir uns gleich mal auf irgendeine Art und Weise heilen könnten oder neue Upgrades uns so langsam mal wieder zulegen könnten oder einfach das Rätsel hier des Turms lösen. No game. We're getting close. Sehr schön. Uraltes Bedienfeld. Ein außerirdisches Bedienpult übermittelt Daten zwischen aktiven mechanischen Systemen. Okay. Dann gucken wir mal. So, die Wolke scheint hier vorne vorbei zu brettern. Ich laufe mal gerade so nach. Wolke, bleib hier. Das war ja wieder clever. Aber die kommt gleich wieder. Und dann holen wir uns die böse Wolke. Schon ganz heiß drauf. Wolke, wo bist du? Keine Ahnung, ob das was bringt, wenn ich die da jetzt wegmache, ob die uns gleich dann weniger attackiert oder so. Oder ob ich einfach gar nichts machen kann. Okay. Alles klar. So, dann mal hier ins Feld hinein. Ekelhaft. Ich sorge mal ein bisschen für Überblick. Oh, was ist denn das da? Da ist die Energiequelle, oder was? Bist du eine Energiequelle? Und dieses Bedienfeld und so weiter. Gang freilegen, bla. Scannen, nix. Bedienfeld ist da unten, okay. Trotzdem könnte ich hier noch ein bisschen für freie Luft sorgen. Bringt mir das irgendwas? Nee, ne? Und wenn ich jetzt da runterspringe, ist ein Bosskampf, oder? Ziemlich sicher. Oh! Gang. Was geht denn hier ab? Ich konnte jetzt nicht lesen, was da los ist. Wir werden auf jeden Fall attackiert. Von irgendwelchen Wolken. Was geht denn ab, Alter? Jo, alles klar. Ich habe die Luke irgendwie geöffnet. Alles klar. Okay. Egal, wir haben es irgendwie geschafft. Gott sei Dank. Ekelhaft. Heiliger Strohsack. What the fuck, Ronnie? Hey, Bex. You're back. Oh, I was so worried. At first I lost the ping and the radio went all static. And I went inside to try and fix it and then came the sound like a swoosh. And I looked out and the whole place had changed. The river's clearing up. I know, right? It was like this mega gunk, and I was... I opened a hatch on the pipe, and there was this, like, energy blast? All the gunk vanished in one blow. According to the data, you released pure lightning. It opened up my way, too. I can see where the pipe comes out of the ground. You can. You have to follow it. I'd say me and Pumpkin are up for the challenge. Jetzt müssen wir anscheinend wieder runter. Mega Gang. Den Gangturm gesäubert. Okay, traumhaft. Wunderschön. So, ich denke, wir haben jetzt hier alles geholt, alles gescannt, oder? Und jetzt können wir wieder hier runter. Können wir hier runter? Hier runter wahrscheinlich. Und jetzt müssen wir halt gucken, dass wir wieder ganz nach unten dem Rohr folgen oder so, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und richtig aufgepasst habe. Eventuell haben wir jetzt die Möglichkeit, noch irgendwelche Sachen abzugreifen. Was ist mit dem Pilz da? Wo führt das hin? Ich könnte mir vorstellen, dass es hier noch irgendwelche Secrets gibt, die man finden könnte. Habe ich da gerade was gesehen? Ich habe schon Paranoia, ey. Wahnsinn. Aber interessant gemacht, sehr, sehr unheimlich und ekelhaft.
So, hier zum Beispiel ein bisschen Metall mitnehmen. Hätte ich das eben schon gekonnt? Wahrscheinlich, wenn ich genau aufgepasst hätte. Aber trotzdem, so ein bisschen umschauen. Und wieder Metall, sehr geil. Wir brauchen Metall, das ist sehr gut. Wie viel haben wir denn jetzt? 18. Ja, da geht noch nicht so viel. Upgrade sehe ich ja. Was wäre möglich? Gar nichts. Wir brauchen für alles relativ viel Metall. Auf jeden Fall wäre ich für irgendwas mit Leben oder Lebensreck oder sowas. Da müssen wir auch gleich mal gucken, wenn wir denn so weit sind. In dem Feld da in der Mitte war ich da mal. Lohnt sich das, da hinzuspringen und zu sterben, weil ich irgendwo runterglitsche oder so? Habe ich da Bock drauf? Wahrscheinlich eher weniger. Warum habe ich den... Achso, das sind normalerweise... Ja, alles klar. Ne, jetzt habe ich es auch gecheckt. Ich dachte jetzt irgendwie, den könnte ich noch ransaugen und da noch was holen und so. Ne, aber... War nicht so. Den haben wir schon längst gelootet, logischerweise. Es wird gespeichert. Ich hätte es nicht besser kommentieren können. Ich folge dem Rohr, lalilu. So, und jetzt müssen wir hier anscheinend irgendwo runter, genau an der Stelle vielleicht. Und was ist das da hinten? Ah, Metall. Und da kommen wir nur über den anderen Weg hin. Machen wir dann mal. Wird wahrscheinlich hier entlang sein, hier so. Oder? Ach. Hätte ich da in der Mitte doch anders laufen müssen? Ey, ich will das mit... Ey, das will ich jetzt haben. Oder muss ich da dran jumpen? Ah, das kann auch sein. Dran jumpen. Okay, dann machen wir es hier an der Stelle. Und jetzt muss ich echt hier hochjumpen, weiter. Ey, komm, mach mich nicht schwach. Ja, klar, ich gehe jetzt wieder hoch. Ist das die Frage, ist das der richtige Weg oder... Ne, ist einfach nur der andere Weg, der hier hingeführt hätte. Okay. Dann gehen wir so hier rum, genau. Gibt es anscheinend mehrere Wege, die dorthin führen. Sehr schön. Metall, vielleicht noch irgendwas Scannbares, wäre ganz nett. Und so ein Mega-Jump hier rüber werden wir nicht überleben. Aber wir können es ja trotzdem mal machen. Doch, geht. Hey, komm, dich kann man scannen. Ne? Kann man hier irgendwas noch scannen? Habe ich irgendwas übersehen auf der anderen Seite? Oh, krass. Aber auch wieder Energie. Also symbolisiert, dass relativ viel Energie hier am Start sein wird. Hier geht's entlang. Okay, werden wir machen. Aber vorher gucke ich mir natürlich auf der anderen Seite den ganzen Kram an, den wir abkassieren können. Irgendwelche Fasern, organischer Kram oder ähnliches. Und da geht's auch wieder hoch. Okay. Das war, glaube ich, so ein Metallapfel, wenn ich es richtig im Kopf habe. Immer schön, genau, einsaugen. Ja, da scheinen wohl immer 8 Metall rauszukommen. Okay, das habe ich nämlich gemerkt vom letzten Mal. Da waren es nämlich auch 8 Metall. Wie viel haben wir jetzt? 31. Da geht auf jeden Fall schon was. Und jetzt wären auch Upgrades möglich. Das hier, Emissionsverstärker, steigert die Reichweite des Köders, um Gankmonster aus größerer Entfernung anzulocken. Ein Upgrade, mit dem sich der Energieköder für höhere Leistung strategisch überladen lässt. Ja, naja, heißt einfach nur, die kommen ja, von größerer Entfernung rangelaufen. Weiß ich jetzt nicht. Ich hätte gerne, dass der länger läuft, dieser. Das wäre viel geiler. Dieses Upgrade, dieser. Was ist hier das Ding da? Hier das. Ja, das läuft nicht so lang. Nur eine Sekunde, zwei, und dann ist es wieder vorbei. Ist auf Foto. Ach so, ist auf Foto. Photosynthese ist er nicht angewiesen. Klar, dann kann er natürlich auch hier überleben. Ich wollte nämlich gerade sagen, hier ist nicht so viel Sonne jetzt irgendwie so vom Feeling. Und jetzt sind wir unter dem Gangturm. Ich bin gespannt.
Ist auf jeden Fall ein geiles Abenteuer. Macht auf jeden Fall Laune, kommt Freude auf, ist ganz witzig. Erzählt sich eigentlich gut runter. In den Tests wurde so gesagt, die Story wäre ein bisschen gehetzt. Finde ich zumindest mal bis jetzt nicht. Neuer Ort. Weg durch die Schlucht. Hey, the computer's finally decoded the text. Listen. Our lives were nothing but sweat and toil because the Geist was buried. The Gardener made it flow and bestowed upon us our future. Ooh, sounds like poetry. The Geist must be the energy, right? All the inscriptions basically state that the Gardener made the energy flow, so they did make use of it. That's good news for us. Okay. Mal so ein bisschen mitgehört. Also der Gärtner hat die Energie fließen gelassen und so. Was das mit dem Gang jetzt auf sich hat, kann man nur spekulieren. Zumindest mal Stand jetzt. Oh, cool. Auch wieder optisch sehr, sehr schön. Ist schon krass. Ist schon geil gemacht. So, hier können wir wieder rüber. Was ist hier? Was ist der Hauptweg, den wir entlang gehen müssen? Ja, kann ich auch wieder nur spekulieren. Wollen wir zuerst mal hier hinten rüber gehen? Ich kassiere wieder ab. Fasern, traumhaft. So, hier oben war ja irgendwie eine Bombe am Start, wenn ich das richtig gesehen habe. Komme ich da gar nicht hoch? Okay. Kann ich durch das Wasser durchlaufen? Wohl nicht, oder? Da können wir irgendwie rüber oder durchkriechen. Hier können wir uns Metall abkassieren. Scannbar ist da nichts. Ich laufe mal wieder so Richtung Wasserfall. Das Ding scheinen wir schon zu kennen. Auch wieder upgradebarer Kram. Hier geht's wieder runter Richtung Höhle. Ah, und hier ist so eine Position da. Und so ein Schrottberg. Der Durchgang. Hier haben wir die Position. Signalbarke. Ja, da habe ich jetzt... Ah, da oben haben wir die Bombe. Ich gehe mir auf jeden Fall das Upgrade noch abkassieren. Würde ich sagen. Ich hole mir gerade hier die Fasern mit. Ja, dann müssten wir uns halt hier genauer umgucken. Upgrades waren ja möglich. Ja, genau. Sollte ich das eigentlich auch machen? Ja, das machen wir. Auf geht's zum Lager wieder. Ich werde wahrscheinlich das mit dem einen Trefferpunkt da machen. Oder machen wir das mit der Regeneration? Das könnte natürlich im Kampf auch helfen. Vielleicht sogar so erst Regeneration. Muss ich mir gleich nochmal angucken. Irgendwie, wenn ich da Gang einsauge, dass ich mich irgendwie regeneriere. Könnte in dem einen oder anderen Kampf helfen, wer weiß. Richtung Endboss vielleicht oder so, wenn der Gang absondert oder so, könnte ich mir ja gut vorstellen. Oder auch jetzt am Turm hätte das geholfen und so. Mal gucken. So. Was war das nochmal? Hier können wir schneller laufen. Also geht gar nicht hier, Gangheilung. Ja, das können wir aber bald machen. Da brauche ich noch ein paar Außerirdische. Okay, und was ist hiermit? Mehr aushalten, bevor du bewusstlos wirst. Verstärkt den Stoff. Jo, machen wir dann mal. Alles klar. Sehr schön. Vielen Dank. Und dann geht's wieder zurück. Vielen Dank. So. Nee, ich möchte nicht sprechen. Ich möchte eigentlich das Ding hier nutzen. Hau ab. Warum geht das nicht? Es war, als ob es für immer ging. Alles You can't even imagine. You should have been there, Bex. Wow. You sure make it sound appealing. But hey, seriously, I'm glad you got through that okay. It sounded pretty intense. It sure was. I can't wait to see what else we find. Well, hopefully several large, easily portable containers of whatever flows through those pipes. So, jetzt können wir zurück. Ja, wir müssen uns dort mal genauer umsehen. Also wie gesagt, da gibt es den einen Weg, wo wir durchkriechen können. Eventuell Richtung Wasserfall war ja noch was, wo ich jetzt nicht... musste ich mal gucken, ob dort auch noch der Weg irgendwie nochmal zusammenführt auf den Hauptweg. Oder ob es dort eher was Kleines zu finden gibt oder so. Auch der Durchgang und dann halt die Bombe.
um den, den wegsprengbaren Durchgang praktisch freizuschalten. Gucken wir einfach mal, wie es läuft. Also da oben, wie gesagt, haben wir die Bombe. Das könnte der Durchgang sein, wo wir durchkriechen können. Wobei, hier könnte ich auch gerade hoch und das mit der Bombe erledigen, denke ich mal. Dass wir da irgendwie rüberspringen, so ist es. Da können wir noch ein bisschen Upgrades und so abkassieren. So, das Ding hier. Und dann hier rüberwerfen. Sollte eigentlich reichen. Ich denke, das ist jetzt der Hauptweg, wo wir durch müssen. Genau. Dort war ja auch der Speicherpunkt in dem Sinne. Also mit dem Lager. Ich denke, dass das dann der Hauptweg sein wird. Und die anderen zwei Wege werden wohl sekundärer Natur sein. Einmal das Durchkriechen, das war irgendwo hier unten oder so. Oder war das sogar hier an der Stelle? Ah, kann sogar sein, dass... Ups. Ja, dass das einfach nur der andere Weg ist, der nochmal... Ja, wird so gewesen sein. Der auch Richtung Lager führt. Und dann hätten wir noch den Weg hier Richtung... Autsch. Den Weg hier Richtung Wasserfall. Und da wird wohl, denke ich mal... irgendwas zu finden sein. Nehme ich mal stark an. Wow. Just a look at this place. No gunk. Just amazing nature. So ist es. Einfach nur die Natur genießen. Und hier oben, genau. Können wir dann noch was abkassieren. Zumindest mal das. Organischer Krempel. Nicht zu scannen. Und dann geht es hier wieder weiter. Oder geht es auch unten weiter? Ich weiß es nicht. Kann ich da irgendwie rüberjumpen? Ja. Wenn ich hier ins Wasser jumpe oder so, gehe ich baden. Traumhaft. Ja, und dann wird es wohl auf dem Hauptpfad weitergehen. Gehe ich mal stark davon aus. Ah, da haben wir auch noch was. Ja, macht schon Sinn, sich immer ein bisschen umzusehen. Kann nur helfen, dass man eben diese Fasern und der ganze Krempel da am Start hat. Könnte ich wieder was upgraden? Nein, ne? Nee. Alles klar. Und dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part an dieser Stelle weiter. Ich denke, wir haben uns jetzt hier richtig umgesehen, haben den neuen Lagerplatz hier, beziehungsweise Signalbarkeplatz. Und dann geht es hier an der Stelle weiter, hier durch. Und dann bin ich mal gespannt, was passiert. Ich wünsche euch was, habt einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Reinschalten. Ciao.